Ah, okay. Das kommt ja, das funktioniert. Ja, dann kann ich ja weitermachen hier. Fortsetzen. Ja. Gut. Ja, dann hoffe ich, dass mein Ventilator auf Stufe 1 nicht zu sehr stört. Ich habe den extra runtergeschraubt. Naja, gesundheitlich kann es besser sein. Aber naja. Ja, interagieren. Bist du bereit? Ja. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Muss das Teil zu Chris sein? Oder läuft da was falsch? Wenigstens stimmt der Lohn. Aber so kann man es auch sehen. Ein Cloud für alle Fälle abgeschossen. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Sie haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das voraus! Besser als nix! Das lag doch an Marco-Gasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Aha. Schneller. Da kommt. Schneller. Nichts anhalten hier. So.
Der braucht Namen. Nein, braucht er nicht. Doch, Sturmklinge. Komm. Und endlich in Reichweite. Okay, so weiter. Den Anzug, ich habe nochmal nachgeguckt, vor einem Monat oder so. Keine Ahnung. Letzten Monat auf jeden Fall. Das ist ein Sephiroth-Anzug. Ein Sephiroth-Anzug aus Ever Crisis. Trainingsanzug oder so hieß, glaube ich. Ich kann ja den Mod mal unten unter dem Video verlinken, wenn ich dran denke und es nicht vergesse. Nix. Granate hier, Arschloch. Bremse. Ne, Bremse ist hier, ne? So. Wann kommt denn der andere Macker von Soldier? Ach komm schon. Ja. Geht doch. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu leise. Ansonsten darf ich ja wieder nachbearbeiten, das Video. Da ist er. Güte. So, scheiß Drohne weg hier. Ich hab auch noch. So, und. Oh. Und wann kommt er denn? Na, endlich. Tut sich was. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritze mit dir jetzt schon zu Ende ist. Lass die Gnieters kuscheln. Kann ich nicht hören. Kannst du Wenn ich mal an den rankomme, dann bin ich froh. Ich kann ja auch nur gedrückt halten und warten, bis er endlich mal rankommt hier. Guard ist. Ich dachte, er war Soldier. Hat doch ein Soldat. Spinnt er? Wenn man nicht aufpasst, fängt das Leben einen ab. Na, auf der
du mit einer Lady? Ah, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Aua. Na, endlich. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Herrlich. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Na, komm. Nerven, das macht er. Ich bin froh, wenn der endlich mal sein Maul hält. Aua. Verdammt. Bis. So, der dürfte jetzt weg sein, mal langsam. Die Energie hat er ja nicht mehr. Gut. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufrollen. Möge der bessere triumphieren! Wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Schweinebacke. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Hm. Muss ich mal wiederholen.
Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Ich nehme mal System, genau. Einstellungen, Audio. Gesamt Lautstärke ein bisschen lauter machen. So, mal gucken, wie es dann ist. Ja, was ich vorhin sagen wollte, aber nicht so richtig konnte, ist, dieser Anzug soll wohl Trainingsoutfit oder sowas sein von Sephiroth aus Ever Crisis. Wo einer nachmodelliert und ja. Werde dann aber nächstes Mal wieder ein anderes Outfit nehmen. Mal gucken, ob ich Standard nehme oder was anderes. Finde ich hier vielleicht noch irgendwas? Ich hatte ich was übersehe. Ich darf nicht. Und jetzt habe ich wieder nur ein Schleichtempo. Hat dieses Herumgeschleiche nervt mich, obwohl ich einen Tränenknopf habe. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Alten, okay. So, ist das der Elektrik-Trick? Oh, was gibt's denn hier? Wir sind hier drüben. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Renn ich jetzt da lang oder werde ich wieder angemauert? Die Zeit drängt. Nein, halt nicht. Naja, gut. Ja, und das mit dem Mako-Reaktor. Ja, ich weiß noch, dass das halt der Shinra selbst war, das war übertrieben explodierte. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Schließe ich den Kampf an, halte Midka sicher. Okay. Wir rekrutieren. Oder so ähnlich. Die anderen zählen auf mich. Naja. Wette, habe ich einen Kommentar jetzt verpasst? Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme.
Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Nicht, dass du uns verloren gehst. Na, jetzt sieht man halt mal Himmel. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer. Das ist das Zeichen. Na dann. Herzen! Süße Katzis. Süße, süße kleine Katzis. Miau, miau, miau. Süße Schmusis. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Mann, das sieht so gewöhnlich aus. Nicht so zukunftsmäßig. Das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Ach, geht so. Wenn Jessie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, sie kann von Glück reden, dass du dich um sie kümmerst, Bix. Als wäre der eine große Hilfe. Hey! Männern muss man das Ego streicheln. Ich muss doch bitten. Also diese Midgar-Spezial, das ist echt die beste Pizza der Welt. Ich habe immer genug Zutaten im Kühlschrank. Für den Fall, dass ihr vorbeischaut. Ach, wissen Sie, ich wünschte, Sie wären meine Mutter. Dann gäb's jeden Tag Pizza, was? Okay, weiter. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Ach, darum geht's. Die Karte wusste ich nicht mehr. Mein Lieblingsessen. Ein Brief? Lesen. Liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Hätte gern das Bild gesehen.
Das ist dann wohl die Mutter mit dem Vater. Eine Katze. Also, einer der Katzen gehört wohl denen. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Ja. Nichts für ungut. Gute Besserung. Aber ich nehme an, das Ganze hier wirst du nicht überleben. Bin fertig hier. Scheiße. Ich sollte gehen. Verdammt. Gut, ja. Ich glaube, dann wiederhole ich das lieber nochmal. Jesse. Hübsch. Hübsche Bilder von Jesse. Gut, dann. Bei Nacht und Nebel, ja. Nochmal laden. Gut, dann. Ist das die falsche Stelle? Gut. Na, dann machen wir aber das. Gut, dann versuche ich das mit dem Motorrad zu machen. Und dann, ja, würde ich sagen, mache ich dann ab den erfolgreichen Versuch dann weiter. Wenn es schief geht, beende ich die Aufnahme, lösche die Aufnahme und jo. Und wiederhole das jetzt. Also dann beende ich die Aufnahme. Tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen.